Уважаемая делегация. Guten Tag. Herzlichen guten Tag, Sebastian Kurz, Bundeskanzler von Österreich, ein sehr guter Freund von uns, noch von der Zeit, als wir damals in der ENP zusammen, Europäischen Volkspartei zusammen waren, dann als Vorsitzender der Partei und als Bundeskanzler von Österreich. Herzlich willkommen seiner Delegation im Namen der unseren Koalitionspartnern auch. Sie wissen, dass die Österreicher in einer ähnlichen Koalition sind. Wir begrüßen die Abgeordneten, die hier sind. Und dann gebe ich das Wort meinem Kollegen, seinen Eindruck mitzuteilen und worüber wir gesprochen haben und worüber wir weiter sprechen werden. Ja, sehr gerne. Herr Premierminister, ich freue mich sehr, dass ich bei dir heute zu Gast sein darf. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass ich in Bulgarien zu Gast sein darf, nicht zum ersten Mal zugegebenerweise, aber zum ersten Mal in meiner Funktion als Bundeskanzler der Republik Österreich. Wir kennen uns ja schon seit einigen Jahren, haben immer wieder gut zusammengearbeitet und ich freue mich sehr, dass wir in den letzten Monaten immer einen sehr intensiven Kontakt hatten. Vielen Dank auch für die stets starke Einbindung während der Ratspräsidentschaft Bulgariens. Es war uns beiden immer ein wichtiges Anliegen, dass wir hier eng abgestimmt agieren, damit wir viele der Prioritäten und Ideen, die Bulgarien hier vorgenommen hat, auch während unseres österreichischen Ratsvorsitzes fortsetzen können. Wir haben eine ganz ähnliche Schwerpunktsetzung, was die Europäische Union betrifft. Österreich will sich während unseres Ratsvorsitzes für eine subsidiäre Europäische Union einsetzen, also für ein Europa, das stärker in den großen Fragen zusammenarbeitet und sich in kleinen Fragen zurücknimmt, in Fragen, wo ohnehin Regionalstaaten oder Regionen Mitgliedstaaten oder Regionen selbst sehr gut entscheiden können. Wir sind uns einig, dass ein wesentlicher Bereich, in dem es eine stärkere Zusammenarbeit braucht, der Sicherheitsbereich ist. Hier wünschen wir uns eine stärkere Kooperation, insbesondere auch was den Außengrenzschutz betrifft, vor allem um illegale Migration zu stoppen. Ich möchte an der Stelle auch Bulgarien danken für die Anstrengungen der letzten Jahre und darf mich insbesondere bei dir bedanken, weil du einer der Ersten warst, der sich eingesetzt hat für einen ordentlichen Außengrenzschutz und dafür, dass wir als Europa selbst entscheiden, wer zuwandert und wer nicht. Darüber hinaus verbindet uns natürlich auch das Engagement am Westbalkan. Ich freue mich, dass ich im Mai wieder hier sein werden kann zu einem gemeinsamen Westbalkan-Gipfel mit dem Ziel, die Staaten des Westbalkans bestmöglich auf ihrem Weg in die Europäische Union zu unterstützen. Das ist etwas, wo wir an einem Strang ziehen, nicht nur im Interesse der Westbalkanstaaten, sondern vor allem im Interesse auch von Staaten, die hier sehr nahe in der Nachbarschaft liegen, wie Bulgarien, Österreich und andere. Wir sind froh, dass wir Bulgarien auch dabei unterstützen können, in den Schengen-Raum aufgenommen zu werden. Ich halte das für einen sinnvollen Schritt, denn wie vorhin schon erwähnt, es gibt kaum ein Land, das so viel auch in den Außengrenzschutz investiert hat und hier so viel versucht hat, die Außengrenze ordentlich abzusichern. Zu unseren bilateralen Beziehungen darf ich mich nochmal bei dir für die gute Zusammenarbeit bedanken. Bin aber froh, dass es neben der politischen Kooperation vor allem auch eine starke wirtschaftliche Kooperation gibt. Wir haben rund 350 österreichische Unternehmen, die hier tätig sind. Wir sind somit einer der wichtigsten Investoren in Bulgarien und ich freue mich, dass die EVN, Kapsch und Raiffeisen und viele andere Unternehmen hier einen Beitrag leisten, damit sich die Wirtschaft in diesem Land positiv entwickelt, dass Arbeitsplätze entstehen und natürlich profitiert auch Österreich von dieser guten wirtschaftlichen Kooperation. In diesem Sinne, vielen Dank für die Einladung, alles Gute noch für den Ratsvorsitz und wir freuen uns, wenn wir am 1. Juli übernehmen dürfen und dann auch viele der gemeinsamen Schwerpunkte fortsetzen dürfen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Sebastian, weil unsere Medien auch die Treffen mit Rüter und Merkel und mit anderen auch darüber berichtet haben. Und ich habe immer vor den Medien gesagt, 2018 als ein gesamtes Jahr des der bulgarischen und österreichischen Ratspräsidentschaft behandelt und betrachtet werden muss. Weil wir können innerhalb von 6 Monaten einen Prozess wie der Westbalkan anfangen oder und nicht beenden können. Und der Schutz der Außengrenze ist auch etwas, was über die 6 Monate hinausgeht. Und diese Prioritäten sind sehr wichtig. Und alle Entscheidungen, die wir im Bereich des Dubliner Abkommens treffen müssen und Kohäsionspolitik etc., das bedarf beider Seiten. Vielen, vielen Dank für deine Einschätzung, für deine Bewertung, für unsere Bemühungen, für den Schutz der Außengrenze etc. Und wir hoffen, dass alle in Europa das schätzen, was der Staat, der bulgarische Staat, nicht wir als Regierungspartei, die Opposition kann sich stolz jetzt schätzen, weil alle schätzen die Bemühungen des bulgarischen Staates. Wir haben null Migrationsdruck im Moment, deswegen am 26. März habe ich Sebastian auch gesagt, dass wir ein einziges Ziel haben beim Treffen in Varna, Juncker, Tusk, Erdogan und Bulgarien. Das Thema, wir werden die Wirkungszeit des Abkommens mit der Türkei fortsetzen, damit die Migranten in der Türkei bleiben. Wir werden dafür zahlen, aber wir werden auch Europa vor der Migrationswelle schützen. Wir werden weiterhin die Außengrenze zuverlässig schützen, damit jeder in Europa auch ruhig schlafen kann. Aber wir müssen auch, nachdem wir die Grenze zuverlässig geschützt haben, können wir die Migranten über die Grenzübergänge auf Zeit nach Europa lassen. Und sie werden wissen, dass während dieser Zeit sie in Europa Schutz genießen werden. Aber nachdem die Kriege in den Heimatländern beendet werden, werden sie in ihren Heimatländern zurückgeschickt. Und wir müssen nicht nur die Passiver nehmen, wir müssen diese Brände, diese Kriegsherde endlich lösen. Was den Westbalkan betrifft, Korridore 4, 9, 6, 10, all das, was Sie auf der Landkarte gesehen haben, wir sind vollkommen einverständnis mit dem Kollegen. Am 16. 17. kommt er zum Gipfeltreffen hier auch mit den Staatsführern der Westbalkanstaaten, um diese Finanzierung, hybride Finanzierung sichern zu können und dieses Projekt Westbalkan voranzutreiben, was die Infrastruktur betrifft, Schiene, Straße etc. Und das können wir während unserer Ratspräsidentschaft nicht abschließen. Österreich wird die Staffel von uns übernehmen und wird diese Richtung, europäische Richtung für den Westbalkan weiter fortsetzen. Und die Kollegen von den Westbalkanstaaten verlassen sich auf uns mit Sebastian, weil das ein Prozess ist. Dieser Prozess muss gären dieses Jahr und nächstes Jahr müssen die Ergebnisse Früchte tragen und weiter erweitert werden. Wir haben auch über das Thema des Gashubs gesprochen, weil heute Šefčovič, der Europakommissar, hier war über die Gaslieferungen aus verschiedenen Quellen, insbesondere ein direktes Rohr aus Russland und Aserbaidschan, LTE-Terminal über Serbien, Ungarn und Österreich. Vor 2 Wochen war der Kollege in Moskau und hat mit dem Präsidenten Putin über unterschiedliche Themen gesprochen. Auch auf diesem Gebiet erwarte ich, dass er mich mit seiner Expertise, mit seinen Expertenkenntnissen unterstützt. Sie wissen, dass in Österreich befindet sich das größte Gashub. Schengen, glaube ich, ist ein klares Thema. Alle wissen, dass wir die Voraussetzungen erfüllen. Wir hoffen auf eine baldige Entscheidung. Was die bilateralen Beziehungen betrifft, werden wir mit den Kollegen, mit den wirtschaftlichen Themen, mit den großen Investoren weiter fortsetzen. Sie wissen, die Investitionen sind ein sehr wichtiger Teil der Entwicklung eines Landes. Vielen Dank, Sebastian, noch einmal dafür, dass du hier bist. Und in den nächsten Monaten sehen wir uns bestimmt noch ein paar Mal.
die Migration ist ein gemeinsames Thema, sowohl für die bulgarische als auch für die österreichische Ratspräsidentschaft. Im September ist ein großes Treffen diesbezüglich in Österreich geplant, aber das ist ein Thema. Zwischen den einzelnen europäischen Staaten gibt es keine Einigung. Welche ist eine realistische Entscheidung Ihrer Meinung nach und was erwarten Sie aus dem Treffen in Varna zwischen den Vertretern der europäischen Institutionen und Erdogan? Das Migrationsthema ist auch ein Teil der Außenpolitik. Bei der Sicherheitskonferenz in München haben Sie sich für eine verantwortungsvollere europäische Politik eingesetzt. Wie läuft die Debatte auch für den gemeinsamen Finanzrahmen? Wie kann man das mit der Außenpolitik in Verbindung bringen? Ich versuche zu all den Themen, die Sie angesprochen haben, eine Antwort zu geben. Vielleicht einmal zunächst, was den EU-Finanzrahmen betrifft. Hier sind wir gerade in der Anfangsphase der Verhandlungen. Im Mai wird die Kommission einen Vorschlag vorlegen und ich gehe davon aus, dass wir danach relativ ausführliche Verhandlungen dazu haben werden. Das kann uns wahrscheinlich über ein Jahr beschäftigen, dass wir hier als Nettozahler das klare Ziel haben, dass mit Steuergeld verantwortungsvoll umgegangen wird, dass versucht wird, sparsam mit Steuergeld umzugehen. Das muss, glaube ich, klar sein. Wir sind hier mit den Niederlanden und anderen der Meinung, dass wir durchaus weiterhin bereit sind, einzuzahlen und auch als Nettozahler einen überproportional großen Beitrag zu leisten. Aber es muss gleichzeitig sichergestellt werden, dass wenn durch den Brexit die Europäische Union kleiner wird, dass wir das zum Anlass nehmen, um auch effizienter mit den Geldern der Steuerzahler aus Europa umzugehen. Was die Schwerpunktsetzung betrifft, haben wir ein massives Interesse daran, dass vor allem auch in den Außengrenzschutz und die Sicherheit investiert wird. Das ist eins der Themen, wo sich die Bevölkerung in Europa zu Recht etwas von der Europäischen Union erwartet. Und darum werden wir das auch ganz massiv einfordern. Was das Verhältnis zur Türkei betrifft, so bin ich froh, der Premierminister hat mir erzählt, dass die Kooperation, was das Stoppen der illegalen Migration betrifft, zwischen der Türkei und Bulgarien relativ gut funktioniert. Wir sind der Meinung, dass es sinnvoll ist, mit der Türkei in Bereichen, wo es notwendig ist, auch ordentlich zusammenzuarbeiten. Was wir nicht befürworten, ist ein Beitritt der Türkei in die Europäische Union. Hier haben wir eine ganz klare Haltung und die hat sich auch nicht geändert. Was die Kohäsion betrifft, ist das sehr wichtig. Auch das, was Sebastian gesagt hat. Sie wissen, im Haushalt gibt es immer Kompromisse. Dieses Thema muss auf der besten Art und Weise verhandelt werden. Ich bin mir nicht sicher, dass wir eine richtige Form. Also wir müssen eine neue Formel finden, weil die Erweiterung und Kohäsion funktioniert nicht sehr gut im Moment zusammen. Wir haben immer gesagt, dass Erweiterung es weitergeben soll. Ich bin auch sehr zuversichtlich, dass der neue Innenminister von Deutschland, auch Horst Seehofer, auch diesbezüglich weiterhin arbeiten wird, dass wir auch die, was die Außengrenzen der Union betrifft, Migranten, also nur legale Migration über die Grenzübergänge der Außengrenze. Und das tue ich im Moment. Und Sebastian, wenn er bei uns zum Flughafen kommt, dann zeigt er auch seinen Personalausweis. Und unsere Regeln verlangen von uns, dass wir den Personalausweis verlangen. Wir können nicht die Regeln einfach verstoßen gegen die Regeln in Europa und zwar so drastisch über Jahre. Wir haben dieselbe Sicht und wir werden weiterhin in diese Richtung arbeiten, gemeinsam. Verhandlungen mit der Türkei abbrechen? Meine Position kennen Sie. Also wir müssen ein bisschen die Geschichte kennen.
ein paar Mal standen die Türken an der österreichischen Grenze. Damals waren es die Ottomanen, war das Ottomanische Reich. Aber jahrhundertelang standen wir unter einer türkischen Fremdherrschaft, türkischen Joch, nennen Sie es, wie Sie es möchten. Und das war nicht nur ein Tag, das waren fünf Jahrhunderte. Sie sehen, leider bin ich ein schlechter Prophet, immer wieder. Seit ein paar Monaten sage ich, dass sich das Verhältnis verschlechtern wird, und das Schlimmste kommt zum Schluss. Die Welt geht Hals über Kopf in Richtung einen Konflikt. Sie sehen Politiker mit großen Namen und große Staaten sprechen von Raketen und Kriegen. Und sie wissen, dass die Angst in Europa immer realer wird. An unserer Grenze, nicht weit von uns, führte die Türkei einen Krieg mit Syrien. Die Russen sind dort vertreten in diesem Krieg. IS ist dort vertreten. Die USA sind vertreten. Auch heute, in diesem Augenblick, wird Krieg geführt. Und deswegen werden die Verhältnisse zwischen den Regierungschefs immer noch komplizierter. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder werden wir durch Diplomatie und Frieden und Verständnis füreinander und Kompromissbereitschaft versuchen, aus dieser Krise rauszukommen, oder werden wir die Armee heranziehen, die gegen eine andere, auch NATO-Armee, sich gegenüberstellen wird. Also welche dritte Variante haben wir? Das sind 80 Millionen Menschen hat ein Staat, ein starker Staat. Österreich, Deutschland, das sind große Länder. Aber wir auf dem Balkan, wir wissen, was bedeutet, einen Konflikt zu haben. Und deswegen, wenn Sie denken, dass es das Angenehmste für mich ist, solche Treffen zu organisieren, nein, es sind sehr viele Probleme, sehr viele Streitigkeiten. Eine Riesenarmee von Menschen ist damit befasst. Aber ich habe ein einziges Ziel, dass dieses Abkommen nach wie vor funktioniert. Vor 8 Monaten in Harmanli, wurden die Flüchtlingsunterkünfte angezündet, und sie haben das gefilmt. Stellen Sie sich vor, 50, 100, 200.000 hier, und dann gleich nach Österreich kommen sie. Das versuche ich zu tun, und der Kollege und die Frau Merkel, als sie hier waren, die Kerr, es ist gut zu versuchen, die Ratspräsidentschaft dazu zu nutzen, um das Verhältnis zur Türkei zu normalisieren. Und Sie sehen, wie die Türkei und die USA miteinander reden. Die Umrüstungsverhandlungen und Reden. Es wird von einer Umrüstung gesprochen. Wenn einer denkt, dass es durch Krieg zum Sieg kommen kann, denke ich, ich bin da skeptisch. Und deswegen appelliere ich an allen Kollegen, Sebastian weiß das aus dem Rat, wir müssen alle Mittel der Diplomatie und alles Mögliche, was in unseren Kräften steht, um dieses Verhältnis zu normalisieren. Vesela Vladkova, BNR. Herr Kurz, Sie bestehen darauf, dass es Inner-Schengen-Kontrolle an den Inner-Schengen-Grenze auch nach Mai fortgesetzt wird. Und das bedeutet, und das mit der Begründung, dass es Unsicherheit an den EU-Außengrenzen gibt. Welche Außengrenze meinen Sie damit? Und eine andere Frage, muss beim Dubliner Abkommen geändert werden? Sehr dankbar sind für das, was in Bulgarien versucht wird, an der Außengrenze zu leisten. Bulgarien hat und auch der Premierminister haben schon weit früher als andere in den Außengrenzschutz investiert, und davon profitiert ganz Europa. Gleichzeitig gibt es andere Staaten, wo das Weiterwinken der Migranten nach wie vor stattfindet. Und die Flüchtlingszahlen werden zwar nicht mehr tagtäglich in den Medien berichtet, aber es kommen noch immer viel zu viele illegale Migranten nach Mitteleuropa. Wir haben kein Interesse,
daran, dass es langfristig Grenzkontrollen in der Europäischen Union gibt, sondern unser Ziel ist es, dass wir endlich funktionierende Außengrenzen zustande bringen, damit das Europa ohne Grenzen nach innen auch wirklich wieder Realität ist. Und das ist ein Ziel, das wir gemeinsam verfolgen. Bulgarien war da das erste oder eins der ersten Länder, das aktiv geworden ist. Aber es gibt jetzt andere, die nachziehen müssen. Und ich gebe gar nicht diesen Ländern alleine die Verantwortung, sondern wir als Europa müssen das leisten. Es bringt auch nichts, hier Griechenland, Italien oder andere allein zu lassen, sondern wir als Europäische Union müssen wissen, ein Europa ohne Grenzen nach innen funktioniert nur mit ordentlichen Außengrenzen. Ein Schengen-Raum ohne Grenzen nach innen funktioniert nur, wenn die Außengrenzen dieses Schengen-Raums geschützt werden. Österreich unterstützt den Schengen-Auftritt von Schengen-Beitritt von Bulgarien. Es gibt keine Zweifel darüber, und Bulgarien ist ein gutes Beispiel darüber, wie wir unsere Aufgabe bewältigen. Und wir müssen aber also einen Kompromiss über den Dubliner Abkommen finden. Also Zutritt nach Europa nur über offizielle Grenzübergänge, so dass jeder Ausländer, der nach Europa kommt, egal ob du aus wirtschaftlichen Gründen nach Europa kommst oder ein Kriegsflüchtling bist, du musst geprüft werden, kontrolliert werden an der Grenze. Und dann kann man dorthin gehen, also entweder Schutz genießen oder dorthin gehen, wo man hingehört. Alles andere schafft Unruhe, ein Chaos und Angst. Und wir denken, dass wir einen Kompromiss brauchen in dieser Hinsicht. Chefs, der Widerstand gegen einen EU-Beitritt der Türkei rührte daher, dass sich viele Menschen in der Europäischen Union überfordert fühlen. Sie wollen nicht, dass die Union zu schnell wächst. Das führt mich jetzt gleich zur nächsten Frage, was die Westbalkanländer betrifft. Einerseits brauchen diese Länder eine rasche Beitrittsperspektive, andererseits gilt es wiederum auch, die EU-Bevölkerung darauf vorzubereiten, dass man es nicht so schnell haben wird wollen. Ja? Werden die Verhandlungen dann ablaufen? Schnell aufs Gas gedrückt oder eher auf der Bremse stehend? Also ich glaube, wir haben eine gemeinsame Linie, was den Westbalkan betrifft. Wir haben ein Interesse daran, dass der Westbalkan an die Europäische Union herangeführt wird. Die Länder sind allein schon, was die Größenordnung betrifft, aber auch was vieles andere betrifft, nicht mit der Türkei zu vergleichen. Und es gibt in der Europäischen Union klare Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit Staaten in die Europäische Union aufgenommen werden können. Das gilt selbstverständlich auch für den Westbalkan, aber natürlich haben wir als Staaten in der unmittelbaren Nachbarschaft, auch Österreich als Staat, mit einer sehr starken historischen, wirtschaftlichen und menschlichen Verbindung ein Interesse daran, dass die Reformen am Westbalkan zügig durchgeführt werden, damit diese Annäherung auch in dem Ausmaß gelingt, wie wir uns das wünschen. Vielleicht noch einen Satz zur Türkei, dass es Zusammenarbeit mit der Türkei braucht. Das steht außer Streit. Ich bin auch froh, dass es hier immer wieder einen Dialog zwischen Nachbarn, zwischen Bulgarien und der Türkei gibt. Wir brauchen auch den Dialog zwischen Europa und der Türkei. Wir brauchen in einigen Fragen auch die Zusammenarbeit. Wenn ich zum Beispiel an den Kampf gegen illegale Migration oder Kampf gegen Terrorismus denke. Aber es gibt trotzdem eine klare Position von uns, was die Frage des Beitritts betrifft. Was wird von mir erwartet jetzt? Was erwarten Sie von mir? Sebastian hat bereits die Frage beantwortet. Da. Ja, ich will jetzt sofort, aber das geht nicht. Ja, sofort würde ich
mir wünschen. Ja, die gehören zu Europa. Sie gehören historisch, geografisch, kulturell und überhaupt zu Europa. Sie sind zwischen Bulgarien, stehen zwischen Bulgarien und Österreich. Wir sprechen, unsere Sprachen sind ähnlich, unsere Religionen sind sehr, stehen sehr nah, so mit einigen teilen wir dieselbe Religion. Wir teilen dieselbe Kultur. Einige haben die Chance gehabt, ein bisschen eher Mitglieder der Europäischen Union zu werden. Die anderen aus unterschiedlichen Gründen sind in Verzug. Und ich glaube, das sind natürlich die Folgen des Zerfalls des ehemaligen Jugoslawiens. Deswegen, um eine Perspektive zu geben, müssen wir in zwei parallelen Ebenen handeln. Also rein politisch auf der einen Seite mit den Schließen von den Vertragskapiteln. Die Europäische Union, Kommissar Hahn arbeitet daran, also jeder Staat muss die Kapitel nacheinander schließen. Das sind die Forderungen der Europäischen Union. Und jeder macht Fortschritte in unterschiedlicher Geschwindigkeit. Das könnte vielleicht für einige ein, zwei, drei bis mehreren Jahren dauern. Und was die Infrastrukturprojekte betrifft, die Leute leben jetzt. Sie wollen jetzt arbeiten, zur Arbeit gehen und wollen reisen und wollen Business, Geschäfte machen. Also digitale Infrastruktur, Autobahnen, Eisenbahn, Schienenstraßen, Häfen. Die Infrastruktur ist notwendig, dass die jungen Menschen hier bleiben. Das stört den Prozess der Annäherung und der europäischen Integration nicht, sondern unterstützt diesen Prozess. Deswegen wollen wir eine Kontinuität in unserer Ratspräsidentschaft geben unsere in Österreich. Und ich glaube, durch unsere Vertrauensbeziehungen ist das überhaupt kein Thema, dass wir weiterhin das, was wir bauen, heute bauen, wird auch weiter gebaut. Gehen wir rüber. Danke.